Dennis Kate, 64, beweist Klasse in Sachen Ex-Beziehung. Als der Schauspieler auf einer Aftershow-Party zu den diesjährigen Oscars nach seiner früheren Liebe gefragt wurde, reagierte er bemerkenswert loyal. Der Hollywood-Star und seine Ex-Frau Meg Ryan, 57, hatten sich nach 10 Jahren Ehe getrennt, nachdem die Schauspielerin ihn mit Russell Crowe betrogen hatte. Böses Blut fließt dennoch nicht, Dennis wünschte seiner Verflossenen zu ihrer Verlobung alles Gute. Dennis verriet US Weekly, dass er glücklich war, von Megs kürzlicher Verlobung mit Rockmusiker John Mellencamp, 67, zu hören. Ich freue mich so sehr für sie, das tue ich wirklich, sagte der 64-Jährige. Liebe ist immer eine tolle Sache, wissen Sie, erklärte er. Im November 2018 verkündete Meg auf Instagram ihr anstehendes Jawort mit John. Sie postete eine handgezeichnete Skizze des Paares und schrieb dazu, verlobt. Hochzeitsdetails sind noch nicht bekannt, aber Dennis teilte mit, dass er nicht dabei sein würde, wenn seine Ex-Frau erneut zum Altar schreitet. Irgendwo hat auch so eine Freundschaft ihre Grenzen. Meg und Dennis heirateten im Jahr 1991. Sie hatten zuvor gemeinsam für 2 Filme vor der Kamera gestanden. Ihre Ehe wurde am 16. Juli 2001 geschieden. Sie haben den gemeinsamen Sohn Jack Kate, 26. Während seine Ex wieder heiraten wird, ist Dennis, dritte Ehe mit Kimberly Buffington 2018 nach 14 gemeinsamen Jahren gescheitert.